Ich hoffe, so kann man mich besser verstehen. Ja, ja, vielen Dank, für Herr Spitzmüller, für die Vorrede. Ich glaube, vieles davon kann man einfach nicht schöner sagen, deswegen sage ich das ganz anders. Es wird aber, wie ich denke, einiges davon wieder zu erkennen sein, worüber Sie gesprochen haben, in dem, was ich vorhabe mit Ihnen. Als ich vor etlichen Jahren zum ersten Mal in dieses wunderbare Museum kam, wurde mir die Bedeutung meines Berufs innerhalb dieser Branche schlagartig bewusst. In der bunten Welt des Drucks müssen wir Notengrafiker uns mit einem kleinen Schwarz-Weiß-Kämmerlein bescheiden. Falls Sie es nicht gesehen haben, ein Stockwerk tiefer, Sie sollten es nicht versäumen. Apropos wir, gibt es eigentlich Kollegen unter uns? Keine Kollegen? Vielleicht Musikverleger? Auch nicht. Dann bin ich ganz allein und frei auf weiter Flur. So. Ja, also diese Musikabteilung kann man zwar tatsächlich leicht übersehen, aber ja, und selbst unter Musikern ist eigentlich unser Beruf überhaupt nicht bekannt. Niemand weiß, wie es dazu kommt. Viele wissen nicht, wie es dazu kommt, zu den Noten, die sie dann täglich vor sich auf dem Pult stehen haben. Also umso mehr gilt natürlich mein Dank Frau Hartmann und Frau Richter nicht nur für diese Einladung und die Gelegenheit, dass ich diesen Beruf hier vorstellen kann, sondern auch für die Einrichtung dieser Musikabteilung, die wirklich ganz wunderbare Exponate hat. Ja, ich denke, es ist eine Plattitüde zu sagen, dass die Reformation ohne den Buchdruck undenkbar ist. Und in der Folge gilt das auch für die Aufklärung bis hin zu den Umwälzungen der digitalen Epoche, an deren Schwelle wir ja gerade erst angekommen sind. Die abendländische Kunstmusik, und das muss ich hier nochmal sagen, nur um diese abendländische notierte Kunstmusik geht es in meinem Vortrag, wird in einer Notenschrift aufgezeichnet. Diese Bezeichnung verweist auf die Wortschrift, indem sie wie diese horizontal und eben von links nach rechts notiert wird. Sie verweist aber auch auf die Analogie von Musik und Sprache, die sich in der Anwendung rhetorischer Termini durch die ganze Musikgeschichte zieht. Während das Wort universellen Charakter und die Sprache scheinbar keine Grenzen hat, zielt die Notation von Musik nur auf sie selbst. Die Kulturtechnik des Notendrucks hatte gleichwohl einen enormen Einfluss auf das geistig-kulturelle und auch auf das wirtschaftliche Leben. Die Verbreitung und Säkularisierung der Noten und damit der Musik wurde zum Ausgangspunkt einer sich entwickelten Philologie, die grundlegende Fragen diskutiert. Was ist das Werk und woraus besteht es? Ist die Symphonie nur das klingende Resultat der schriftlichen Partitur oder ist die Partitur vielmehr der Versuch, die Musik irgendwie zu fixieren? Für Ausführende wie für Wissenschaftler ist dieser Notentext deswegen unersetzlich. Ja, hier in Leipzig war über Jahrhunderte, oder Leipzig war über Jahrhunderte das wichtigste oder eines der wichtigsten Zentren der Musikverlagsbranche und des Notendrucks. Wesentliche Techniken wurden hier entwickelt oder perfektioniert. Sicher kennen Sie diese wunderbare Initiative der Leipziger Notenspur. Die kann ich Ihnen wirklich nur sehr empfehlen, selbst wenn Sie in Leipzig hier sind. Vielleicht haben Sie noch, oder aus Leipzig sind, vielleicht haben Sie die noch gar nicht wahrgenommen. Wunderbare geführte Wege durch das grafische Viertel und andere. Ich komme später nochmal ausführlicher auf Leipzig zurück. Doch zuerst müssen wir mal zurück in der Geschichte und raus in die Welt zu den Anfängen vor circa 3.500 Jahren. Ich muss mal kurz dem Vortrag zum Fluss verhelfen. Kann man das erkennen? Entschuldigung, kann man das noch erkennen vom Kontrast her oder ist das ganz unten die Foliennummer? Vielleicht ist etwas klein, aber vielleicht brauchen Sie die später, falls Sie darauf zurückkommen wollen. Okay, also schon die Sumere, Ägypter und Griechen haben ihre musikalische Praxis kodiert. Dieser Datenträger
hat Text, Musik und Metatext und die Langzeitarchivierung auch schon vorbildlich gelöst. Leider ist der praktische Gebrauch irgendwo auf der Strecke geblieben. Auch von den Griechen können wir lernen, ihr System kodiert Tonhöhen mit Buchstaben. Verblüffend die Ähnlichkeit mit inhaltlich ganz verschiedenen Tabulaturen mehr als 1000 Jahre später. Auch hier werden Buchstaben und Zahlen kombiniert. Und auch diesem Code ist nichts Musikalisches anzusehen. Während diese Tabulaturbeispiele für Instrumentalmusik bereits der Druckära angehören, kennen wir die ersten abendländischen Aufzeichnungen von Vokalmusik aus dem 9. Jahrhundert. Solange die Musik ausschließlich in sakralem Zusammenhang stand und quasi von Mönch zu Mönch ging, genügte es, sie kalligraphisch zu kopieren. Ausgangspunkt ist immer das Wort. Die sogenannten Neumen stehen zwischen den Textzeilen. Das sind diese, kann man das? Ah, ich habe keine Maus hier, okay. Also das sind diese kleinen Wink. Alter, danke schön. Danke, okay. Das sind diese zwischen den Textzeilen stehenden kleinen Häkchen und Schrägstriche. Diese sind aber eher eine Art Gedächtnisstütze, denn eine präzise Beschreibung des musikalischen Geschehens. Diese Neumen waren mindestens über 4 Jahrhunderte in ganz Europa gebräuchlich und so verwundert es nicht, dass wir ihnen in den unterschiedlichsten Formen begegnen. Einige weitere Beispiele aus Manuskripten zwischen 9. und 12. Jahrhundert. Ich denke, man erkennt hier bereits ein Prinzip und auch ein grundsätzliches Problem. Musik als akustisches und zeitgebundenes Phänomen soll mit einem statischen, optisch-grafischen System dargestellt werden. Das erfordert einen zweifachen Medienwechsel, also vom Klang zur Schrift und von ihr wieder zurück zum Klang. Solange die Erfindung des Klangs und seine Realisierung in Personalunion geschah, also in den Klöstern, genügten die Neumen als Erinnerungshilfe. Sobald aber die Realisierung der Klänge räumlich und oder zeitlich getrennt stattfinden musste die Notation diese Kommunikationsaufgabe übernehmen. Die manieristischen, überkomplizierten Handschriften des Mittelalters wichen an der Schwelle zur Neuzeit der sogenannten Mensuralnotation. Diese Art neue Sachlichkeit begünstigte Innovationen im Notendruck. Auch die Nachfrage stieg mit der Säkularisierung stark an. Gegenüber dem Buchdruck hinkte man zwar immer ein oder zwei Generationen hinterher, doch entstanden bereits um 1470 erste Notendrucke. Dazu nutzte man die schon wesentlich ältere Xylographie. Hier ein erstes Beispiel. Der Druck dann mit beweglichen Metalltypen gelang wenige Jahre später, jedoch nur für relativ einfache Inhalte. Weitere zwei Jahrzehnte später entwickelte Petrucci in Venedig ein Verfahren, welches kompliziertere Darstellungen ermöglicht. Das ist insofern interessant, als dass ein dreifacher Druck darstellt. Also das heißt, es waren drei Druckdurchgänge nötig, um zuerst die Notenlinien und anschließend die eigentlichen Noten sowie den Text zu drucken. Diese Präzision führte natürlich nicht nur zu hohen Kosten, sondern auch zu sehr viel Ausschuss. In Paris konnte Pierre Attagnan das Verfahren wesentlich vereinfachen, sodass es auch kommerziell interessant wurde. Dazu war auf jeder Type ein Stück der Notenlinien mit dargestellt. Da diese Typen symmetrisch angelegt waren, genügte für die Hälfte der Tonhöhen und für jede Tondauer je eine Type. Okay. 50 Jahre später entstand dieses Stück als Beispiel in England, das immer noch mit der gleichen Technik wie bei Attagnan, mit Metalltypen gedruckt wurde.
Interessant hieran ist die makrotypografische Anordnung der Musik für vier Sänger und Laute in Tabulatur. Dies ist extrem funktional und ermöglicht es, den Ausführenden nur aus einem Exemplar zu musizieren. Also die Noten liegen auf einem Tisch und die Musiker sitzen außenrum. Also die Gesangsstimme ist jene, aus dem das Detailbeispiel war. Hier ist die Gesangslinie und darunter die Laute in Tabulatur und drei weitere Stimmen auf der rechten Seite. Da die Musikentwicklung immer neue Zeichen erforderte, wurde der Typensatz zunehmend komplizierter und unhandlicher. Der Leipziger Schriftgestalter und Verleger Immanuel Breitkopf verwendete um 1750 schon einen Vorrat von über 400 verschiedenen Typen. Auch die reichten aber bald nicht mehr. Ist wahrscheinlich zu klein, dass man das lesen kann hinten. Das ist Schriftmuster von Breitkopf. Und hier ein Setzkasten, relativ klein noch, aus einer anderen Druckerei in Leipzig. Wie aufwendig ein selbst relativ einfaches Beispiel mit dieser Methode war, kann man hier sehen. Also diese 5 Takte Musik sind relativ schlicht und das Verfahren dazu, es sieht dann wahrscheinlich 200 Teile vor, aus denen das zusammengesetzt wird. Ein ähnliches Beispiel kann man auch in der Musikabteilung sehen. Dabei sind hier noch gar keine Bögen oder Textzusätze, keine Dynamik drin. Dann sind wir um 1720, als ein neues Material zum Einsatz kam, wieder in England, war es John Clure, der in Bleiplatten gravierte, und zwar nicht nur Musik, sondern vieles andere, aber eben auch Musik. Das sogenannte Notenmetall war so weich, dass gleichsam darauf geschrieben werden konnte. Elegante Bögen konnten in einem Zug gestochen und die Liniendicke durch den Druck und die Wahl des Stichels beeinflusst werden. Clure war ein gemachter Mann, bis kurze Zeit später John Walsh die geniale Idee hatte, die feststehenden Notenzeichen mit Punzen in die Platte zu schlagen und nur den Rest zu gravieren. Also übergroß jetzt. Da die Druckplatte, wie gesagt, sehr weich war, konnten nur wenige Abzüge direkt von ihr gedruckt werden. Dann musste nachgraviert bzw. geschlagen werden. Die Lösung für dieses Problem kam mit der von Alois Senefelder um 1800 entdeckten Lithografie. Jetzt war das Druckverfahren für Noten für die kommende lange Zeit etabliert. Auch dafür finden sich hier im Museum schöne Exponate für Steine. Schauen wir uns die Highlights des Stichs in ein paar Ausschnitten aus einem Film des Henle Verlags an. Er läuft auch im Musikkabinett. Damals in den Nullerjahren bereits historisch, denn der Stich selbst erlebte das neue Jahrtausend nicht mehr. Entschuldigung, war zu früh. Jetzt sollte es losgehen. Ja. Es ist sehr klein. Man sieht hier, mit einem Rastral werden die Notenlinien eingezogen, nachdem die Platte vertikal eingeteilt wurde. Anschließend wird horizontal in den Notenlinien werden die Abstände kalkuliert und mit einem Stahlstift die Noten skizziert. Hier die Punzen und hier am Werk. Gibt gleich etwas Atmoton, hoffentlich. Nee, gibt es nicht. Gibt kein Audio, oder? Nee, gut. Sie können sich's vorstellen, ein leichtes Tok-Tok. Nee.
Ja, hier wird dann, werden die Linien, in dem Fall Notenhälse, tatsächlich gestochen. Das sind Hilfslinien. Und anschließend Balken, die die Notenhälse verbinden. Und dann zum Schluss die Königsdisziplin, die freihand gezogenen Bögen. Der ist spektakulär. Aus welchem Material ist diese Matrize? Zinn, Blei, Antimon. Ja, wie gesagt, gibt es in Langform in der Musikabteilung zu sehen. Mit Ton. Gut, die Blüte dieses Handwerks erreichte man dann im ausgehenden 19. Jahrhundert und einer der Meilensteine im Notenstich ist die aus den 1860er Jahren, in den 1860er Jahren begonnene Beethoven-Sonatenausgabe hier in Leipzig und zwar von Karl Gottlieb heißt er, ja, Karl Gottlieb Röder für den Leipziger Verlag Peters. Röder begründete damit den unglaublichen Aufschwung seines hochindustrialisierten und innovativen Unternehmens. Die grafische Anstalt C.G. Röder hatte mehrere europäische Niederlassungen und in der Spitze bis zu 1100 Beschäftigte. 1898 beauftragte Röder den Star-Architekt sozusagen, Max Pommer, mit einem Erweiterungsbau für sein Werk in Reutnitz. Ich war gestern da, dieser Teil hier ist gemalt in der Mitte. Und man kann dort vielleicht noch Wohneigentum erwerben. Es wird gerade saniert. Also das alles gehörte auch zu Röders Werk, hat aber den Krieg nicht überlebt. Und das war wirklich eine der ersten Stahlbetonkonstruktionen überhaupt in Europa. So viel zu den Verdienstmöglichkeiten in unserem Beruf. Also, damals zumindest. Ja. Es gab auch eine Sonderausstellung, ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr hier im Museum zu Röder. Vielleicht hat sie jemand gesehen. Röder war nicht der einzige, es gab noch andere Stechereien, aber es war sicherlich die größte ihrer Art. Dann bei den spätromantischen Werken oder romantischen Werken Wagners und dann Strauss ist die Klimax des Handwerks sicherlich erreicht. Es lohnt sich, diese Beispiele ein bisschen genauer anzugucken. Die Anforderungen an den Stich sind hier wirklich enorm, weil man muss sich vorstellen, dass bei Proben und Aufführungen die Lesbarkeit für die Musiker natürlich das alleroberste Gebot hat. Und wir haben einerseits Orchesterstimmen, hier ein Beispiel für eine, links für eine Geige, das ist aus dem Tristan. Und da ist die Anforderung, dass es möglichst kompakt gelayoutet werden muss. Das heißt, die ganze Stimme hat vielleicht 80 Seiten, ich weiß es nicht auswendig, aber man hat ziemlich viel zu blättern als Musiker und das ist etwas, was man natürlich vermeiden möchte. Deswegen hat man versucht, den Satz so eng wie irgendwie möglich zu machen. Gleichzeitig muss man natürlich auch Wendestellen berücksichtigen. Das ist hier, sagen wir mal, suboptimal gelöst. Wir wissen nicht, wie es auf der nächsten Seite weitergeht, falls es eine, ja, es ist eine rechte Seite. Muss unbedingt auf der nächsten folgenden linken Seite eine Pause sein, sonst kann es Ärger geben. Auch Stichnoten, in diesem Beispiel gibt es keine, sind aber zu berücksichtigen, also ähnlich dem, ich komme hier immer an die, ähnlich beim Theater Stichwort gibt es eben in der Musik Stichnoten, mit deren Hilfe Musiker ihre Einsätze besser vorausahnen können. Ja, das sind so im Wesentlichen die Anforderungen an eine Orchesterstimme. Die Kompaktheit, wie gesagt, ist wichtig. Es gibt auch immer wieder die Forderung von Musikern, dass trotz der Kompaktheit zwischen den Notenzeilen noch irgendwie Platz sein soll, um eigene Notizen reinzuschreiben. Gut, man kann nicht alles haben, aber es wird versucht. Auf der anderen Seite, auf der rechten für Dirigenten, eine Seite aus der Partitur des Rosenkavalier.
Hier hat man ganz andere Leseanforderungen. Hier müssen sowohl alle Details aller Musiker unmittelbar ersichtlich sein können, wenn man sie konsultieren möchte. Also konsultierendes Lesen ist gefordert. Aber es ist gleichzeitig auch wichtig, dass die einzelnen Linien und Blöcke der Musik sofort erfassbar sind, um in einer Aufführung, ja, in einer Aufführung interessieren nicht die gedruckten Details, sondern die großen Linien eben. Und dieses Beispiel ist insofern interessant, als es zeigt, wie extrem dicht auch hier wieder gesetzt wird. Es gibt auf dieser Seite sozusagen zwei Zeilen oder zwei Akkoladen, wie wir sagen dazu, also ein Zeilenumbruch. Wenn man das nicht geschafft hätte, wenn die Stecher das nicht geschafft hätten, zwei Akkoladen auf eine Seite zu bringen, hätte die Partitur mehr als 1000 Seiten Umfang gehabt. Das heißt, ein Dirigent ist eigentlich nur noch am Blättern und kann gar nicht mehr dirigieren. In der Nachkriegszeit dann suchte man natürlich nach billigeren Herstellungsmöglichkeiten, um den aufwendigen Stich zu ersetzen. Auch war ein Großteil der Stichplatten im Krieg natürlich zerstört worden. Dann kommen Stempel, Schablonen, Notaset, Abreibeverfahren, Schreibmaschinen und natürlich auch Handkopieren wieder verstärkt zum Einsatz. Aber sie alle konnten die Qualität des Stichs nicht erreichen. Bis dann neue Hoffnung aus den USA kam, in Form der PDP-10, dieser Maschine, die extrem schnell rechnen konnte, zumindest für die Verhältnisse Anfang der 70er Jahre, und für die Leland Smith, seines Zeichens Komponist und Professor in Stanford, eine erste Notensatzanwendung programmierte mit dem Namen Score. Und diese große Maschine, also weiß nicht, ob man es erkennen kann, hier steht dann ein Operator, um die Größenverhältnisse klar zu machen. Und diese Maschine, mit dieser erzeugte er dann dieses Stück. 10 Takte oder so. Eine Bagatelle, bezeichnenderweise. Aber immerhin ein Anfang. Und Smiths Programm, nachdem es lange Zeit weiterentwickelt wurde, war in den letzten Versionen noch bis vor wenigen Jahren das am häufigsten eingesetzte Notensatzprogramm in unserer Branche. Hat sich etwas geändert, weil es wird heute nicht mehr viele Menschen geben, die MS-DOS noch wirklich bedienen können und die Hardware zur Verfügung haben. Es gibt auch MIDI-Probleme da. Ja. Aber das Resultat, wenn man es bedienen kann, kann sehr, sehr gut sein. Modernere Satzprogramme sind deutlich wirtschaftlicher in der Handhabung. Aber auch hier ist ohne langjährige Erfahrung kein vernünftiges Resultat möglich. Man sollte meinen, dass mit dem Einzug des Computers die Musikkodierung analog der automatischen Textkodierung möglich geworden sein sollte. Das ist nicht so. Digitalisierung von Manuskripten ist noch immer Handarbeit. Eine der Texterkennung verwandte Methode funktioniert gar nicht. Schon gar nicht bei Manuskripten, wie wir sie öfter auf dem Tisch haben. Als Beispiel, man kann es doch erkennen, ja. Oder ein anderes Beispiel, ein Detail aus einem anderen Beispiel, sehr schön innovativ, die gebogenen Taktstriche hier. Das ist aber nur ein Detail, das Ganze sieht dann so aus. Das ist hier eine taktische Absicht. Na, Platzmangel. Ja, ich kann mir vorstellen, Sie würden gerne den Grauwert unseres Satzes jetzt sehen von dem Stück. Es ist ein bisschen schwierig in so einer schlechten Auflösung darzustellen, aber ich zeige es Ihnen mal. Das ist ein Detail aus dem Satz und diese eine Manuskriptseite ist dann in einem modernen Satz fast zwei Seiten. Sieht vergleichsweise langweilig aus, oder? Also wenn man das nochmal gegenüberstellt. Ja, das Problem ist, es geht hier nicht darum, was Spannendes zu machen, es geht etwas zu machen, was man benutzen kann. Und das kann man nicht benutzen. Ja, die Digitalisierung. Der Leipziger Gottfried Wilhelm Leibniz schrieb 1712 in einem Brief an den Mathematiker Goldbach: Musik ist eine verborgene arithmetische Übung des Geistes, der nicht weiß, dass er zählt.
Die Nähe der Musik zur Mathematik ist, denke ich, allgemein bekannt. Die Aussage zielt aber hier auf die Formenstränge der Komposition und leider nicht auf ihre Notation. Codierung setzt Standardisierung voraus. Und wie wir gesehen haben, hat sich durch die Zeit mit der Musik auch die Notation sehr stark verändert. Das betrifft nicht nur die Erscheinungsform der Zeichen, sondern auch deren Bedeutung. Durch die Jahrhunderte hat sich beispielsweise die Verwendung des Punktes immer wieder gewandelt. Bereits die Position der einzelnen Elemente zueinander stellt das Maschinenlesen vor große Herausforderungen. Jetzt sollte die Folie kommen. Also, jetzt ist sie da. Eine einfache Viertelnote, kann jeder wahrscheinlich erkennen, und die gleiche mit einer Punktierung. Diese Punktierung bedeutet eine Verlängerung der Note. Jetzt ein Punkt darunter und er bewirkt das Gegenteil, auch wenn das erste definiert ist und das andere nicht definiert ist. Man kann das natürlich auch kombinieren und dann zwei Punkte, ja, natürlich wirkt die Verlängerung hier doppelt und das ist aber kein Doppelstaccato, sondern das ist nur eine Abkürzung für diese eigentlich gemeinte Notation. Und wenn dann noch Text ins Spiel kommt, dann wird es ziemlich komplex für eine Mustererkennung oder eine automatisierte Digitalisierung. Zum Beispiel diese Notation. Wir haben hier den Verlängerungspunkt und wir haben den Staccato-Punkt und wir haben den Widerstreit beider. Ohne Kontext ist diese Notation nicht zu verstehen. Aber es ist auch falsch. Eigentlich muss man das so notieren, damit klar wird, was wohin gehört. Natürlich gibt es noch viel mehr Symbole, ein paar Beispiele hier, die noch Punkte verwenden. Also ich glaube, dass der Punkt in der Musik wäre mal ein Vortragsthema für sich. Vielleicht kommt es dazu irgendwann. Das könnte man auch für Linien versuchen durchzuexerzieren. Ja, die Mikrotypografie hat hier völlig eigene Gesetze, die, glaube ich, von der Textvariante nichts Analoges haben. Wir kommen zurück zu den Neumen im Schnelldurchgang. Gerade weil sich die Wissenschaftler nicht über alle Details der Notation einig sind, werden immer wieder moderne Umschriften gemacht. Sie erinnern sich die Häkchen, die keiner richtig lesen kann. Wir dachten uns, dass diese Musik ganz gut zur Codierung sich eignen könnte, weil die verwendeten Zeichen und ihre Kombinationen in einem halbwegs engen Rahmen bleiben. Wir begleiten deshalb ein auf 16 Jahre angelegtes Editionsprojekt an der Universität Würzburg, welches die einstimmigen lateinischen Gesänge des Mittelalters umfassend erforscht. Die Herausforderung bestand darin, sowohl den Editoren ein geeignetes Werkzeug für die Datenerfassung zu liefern, als auch aus diesen Daten möglichst automatisiert ein Drucklayout zu erzeugen. Wir haben dafür ein sehr einfach zu bedienendes serverbasiertes Tool programmiert. Wichtig war, dass zuerst der Text und dann die Musik erfasst werden kann. Läuft das? Sorry. Video ist schwierig. Sämtliche verfügbare Software konnte das allerdings nicht. Das heißt, man fängt an mit einem Text. In diesem Fall wird der Text importiert. Man kann ihn aber auch manuell eintippen. Der Gesangstext, wenn er erstmal da ist, kann dann durch die Noteneingabe ergänzt werden. Leider klappt das wieder nicht. Tut mir leid, es hat schon Vorteile, einen eigenen Rechner zu benutzen. Ich versuche es nochmal, damit wir das kleine Video sehen können. Ja, also Textimport in diesem Fall. Und jetzt die Noteneingabe mit ganz wenigen Tastaturkommandos, sodass wirklich Musikwissenschaftler, die ja sehr in vergangenen Zeiten leben, ein paar Cursor-Tasten und drei, vier weitere Tasten benutzen können, um diese Musik zu schreiben. So, und jetzt kann man dann hoffentlich gleich... Ja. Das wäre jetzt ein Resultat
aus diesen Daten haben wir weitestgehend automatisiert ein Drucklayout erfasst oder eigentlich konfiguriert. Das Untypische an dieser Notation ist der extreme Flattersatz. Das begründet sich darin, dass es kurze Beispiele sind und nicht zusammenhängend gesungene Musik. In den Randspalten gibt es dann zudem noch Informationen, Metadaten, Informationen, Verweise und dergleichen. Also das ist kein typisches Musiklayout natürlich. Der erste Band ist, ich habe noch vergessen zu sagen, das Ganze basiert auf einer XML-Kodierung, einer speziellen Variante, die Sie vielleicht aus der Textabteilung kennen. TEI, Text Encoding Initiative, gibt es einen Analogon hier, Music Encoding Initiative, und ja, das ist, was darunter in der Datenstruktur liegt. Und mit diesen zentral gespeicherten Datensätzen lassen sich dann über die Druckbände hinaus aktiv Forschung betreiben. Die digitale Ausgabe kann einfach und kostengünstig aktualisiert werden. Das Projekt ist ein Beispiel für das noch immer sehr komplizierte Cross-Media-Publishing von Musikalien. So sieht es dann aus im Browser, die Dateiverwaltung. Bis Musiker, also hier nochmal die digitale Entsprechung zu der Druckausgabe, bis Musiker, und ich meine jetzt Orchestermusiker, in den Genuss solcher Techniken kommen, werden noch einige Jahre vergehen. Auch wenn die Verlagsbranche sich derzeit gegenseitig in einen ungesunden Wettbewerb mit Apps stürzt, die Aussicht, damit Profis für Aufführungen geeignete Mittel an die Hand zu geben, sind überhaupt nicht realistisch. Man darf das nicht verwechseln mit auf Displays dargestellten statischen Bildern. Diese kann man vielleicht digitalisierte, aber in keinem Fall digitale Noten nennen. Musik grafisch zu repräsentieren und semantisch sinnvolle Daten zu erhalten, sind noch immer zwei verschiedene Dinge. Bei Text und Bild können wir selbst größte Datenmenge problemlos digital durchsuchen und manipulieren. Mit Musik sind wir, wie schon zu Gutenbergs Zeiten, immer deutlich hinten dran. Fast am Schluss wird es nochmal bunt. Die isländische Sängerin Björk ist für ihre Technikaffinität und ästhetische Avantgarde bekannt. Bereits vor Jahren hat sie ihre Songs in einer Mobile-App grafisch aufwendig animiert, unter anderem auch mit Notenschrift. Typografisch möchte ich das nicht bewerten. Es ging ihr ja nicht um Lesbarkeit oder praktischen Nutzen. Allerdings war parallel dazu auch ein gedrucktes Songbook geplant, welches nach einer Odyssee durch die internationale Grafikszene neulich bei uns gelandet ist. Und das Making-of dieses Songbooks könnte einen eigenen Vortrag wert sein. Ich beschränke mich auf das Angebot, das Objektlabel zu kuratieren, sollte sich das Museum für Druckkunst dazu entschließen, doch was Buntes ins Musikkabinett zu hängen. Vielen Dank, und ich erwarte Ihre Fragen.